eine rhetorische Frage stelle ich mir dennoch. Wieso haben wir uns einen scheiß Karten-App gekauft, wenn wir den gar nicht richtig verstehen oder benutzen können, weil hier wieder Monster rumlungern? Oh Gott, gucken wir doch mal schnell auf die Karte. Ich möchte jetzt nicht nochmal im Kreis laufen. Wie wir sehen, werden wir es aber tun und ich habe gar keine Lust, denselben Weg wieder zurückzugehen. Yeah! Ich habe auch gar keine Lust, diesen Monstern wieder unter den Augen zu treten. So, ganz schnell. Gut, wieder nach oben heißt es also. Nein, du lässt uns in Ruhe. Chocho, gut. Ah, da oben. Ach, von da kamen wir das... Ach, ja, okay, dann ist alles klar. Dann habe ich es nun gecheckt. Oder denke zumindest, dass ich es verstanden habe. Das wunderschöne Toluca-Mail. Hier würden sie gerne einen Aufenthalt bleiben. Ach du Scheiße, die sind uns wirklich dicht auf den Fersen. Die sind wirklich sehr gut. Boah, wow, ey, der hat mich gerade erschreckt, wie der gerade aussah. Ach, das war gerade lustig. Okay. Genau, dann sind wir hier lang gegangen. Dann gehen wir hier nach oben. So, ganz schnell. Wie eine Rakete. Und dann ab hier ist es Stopp. Gut, bis hier waren wir richtig. Das heißt, wir werden nun diesen Weg gehen, den wir vorher auch gegangen sind. Genau. So. Oder gibt es hier noch einen anderen Weg? Nein. Das wäre die einzige Tür. Uiuiui. So. Genau. Dann sind wir hier rüber gesprungen. Und dann waren wir nun hier auf dem großen Feld. Genau. So. Und wir laufen nun einfach mal weiter geradeaus. Mal schauen, wo uns das hinführen mag. Einfach weiter geradeaus. Einfach weiter geradeaus. Oh Gott, es geht ja gar nicht mehr weiter geradeaus. Okay, dann hoffe ich mal, dass das hier richtig ist. Gut, gehen wir mal einfach. Was? Garage Access North? Keine Ahnung, was da drauf stand. Ganz schnell einfach nur gelesen. Denn Lesen ist eine wunderschöne Tätigkeit, die jeder kann. Über 4 Millionen Menschen in Deutschland können nicht richtig lesen oder schreiben. Schreiben Sie sich nicht ab. Lernen lesen und schreiben. Das war wunderschön komponiert von mir. Yeah, wir sind fast da. Woo! Yeah, woohoo! Ich freue mich total hier gerade. Ja, richtig. Woohoo! Mit einer super tollen Schleichwerbung und einer neuen Nachricht. Eine Sprachnachricht, die Kaugummi heißt. Nee, ich bin dann schon weg. No, she's fine. Can I have some bubble gum? Oh, sure. Here. She wanted some gum. It's hard to spoil. Als wenn es ein Riesenereignis wäre. No, I don't want those colors. I want my favorite colors. What are your favorite colors? Oh Gott. I'm sure she does. You hear that? Yeah, well, she won't tell. The mascot? The cartoon bird? Okay. Like this, sweetie. Was ist denn das für ein verwöhntes Mädchen, bitteschön? Entschuldigung, aber Kaugummi bleibt Kaugummi. Der Dodo-Vogel, an den kann ich mich noch erinnern. Wunderschöne Tierchen in ihrer natürlichen Eiszeitumgebung. Gut, was müssen wir hier machen? Benutzen. Was? Shakeball? Okay. Wir können hier wunderschön diese Teile drehen. Dodo, der Zeichentrickvogel, vielleicht, der hatte die pinke Farbe. Ich mach mal nach den Farben des Schnabels. Der hatte, ja, gelb hatte, ich glaube, der hatte rot, lila, gelb und rosa. Rot. Und jetzt muss noch lila kommen, genau. So, einmal, zweimal, dreimal, düdüm. Gibt es überhaupt lila? Blau? Ach, genau da. Bitte lass es richtig sein, bitte, 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 sonst wäre das voll fies. Ja! Woohoo! Yay! Jetzt freue ich mich super, super riesig wie ein
Pfannkuchen auf einer normalen Bratpfanne. Yeah! Und wir haben auf jeden Fall eine neue Sprach-Kaugummi-Nachricht. Und ich habe ein Ritsch... Ah, okay. Kaugummi, da ist die Nachricht. So, Entschuldigung. I'll keep this one for Mom. That's a great idea. Come on, last one of the escalators is it. Ach, schön, ja. Schauen wir uns das mal ganz kurz an, weil ich mag immer diese Geschichten, die hier sind. Also ich mag sie schon, aber die sind immer total brutal oder gruselig. Okay. Na dann, ich habe ein... Wie sagt man doch so schön? Oh Gott, habe ich mich gerade erschreckt. Ein fotografisches Gedächtnis. Ja, das hätte ich wohl gern. Und wir speichern direkt an dieser Stelle ab. In der Hoffnung, dass nun etwas Tolles kommt. Moment, da steht was drauf. Stopp. Wir haben sogar eine neue Nachricht. Die wollen wir auch lesen. Das Erlebnis. Neue Nachricht. Das ist aber lang. Hey Mädels, willkommen zurück im Toluca Einkaufszentrum der Erlebniswelt. Was immer ihr sucht, hier findet ihr es. Die neueste Mode, die besten Salons, gutes Essen und die aktuellsten Filme. Fühlt euch jeden Tag wie eine Prinzessin hier im Toluca Einkaufszentrum. Oh, okay, ich bin gerade nicht so dieser Shopping-Freak. Aber okay, wenn es jemand mag, dann nehmt. Girls love shopping. Was? Campsite? WeWork? Das war mein Handy-Akku, der leer ist. Scheiße. Okay. Entschuldigung. Es ist ziemlich dunkel hier. Ich erkenne kaum wirklich etwas. Singen Sie sich zum Erfolg. Toluca Einkaufszentrum, Karaoke-Wettbewerb. Yeah, da würde ich natürlich niemals mitmachen. Das ist genau wie DSDS. Was steht denn hier? Say no vandalism. Ach so, sag nein zu Vandalismus oder Randalismus. Vandalismus ist ein Verbrechen. Piep dich. Screw you, man. Genau, so. Dann haben wir hier einen Kameraladen. Weiterschauen. Dummdi-dummdi-dumm. Das kommt mir fast vor wie im Silent Hill Shopping Square Center oder wie das da hieß. Okay, wir empfangen wieder gruselige Störungen. Von wo kamen die denn nun? Hier wurden die Dollar, oder? Der Mülleimer vielleicht. Yeah! Der Milchshake ist doch voll. Seht euch mal das an. Wunderschöner Kakao oder Kaffee. Hat hier jemand hingekleckert? Das war der Geist des fliegenden Holländers. Der Geist des fliegenden Holländers. Eine Schatztruhe aus Plastik. Problemkind. Entschuldigung, dass ich so abgegangen bin. Wen hast du wieder gesehen? I didn't see it. Why? I don't know why. I guess I feel sorry for her. Last time, when we grabbed her, we were talking to her. I don't know. There was so much sadness in those eyes. I felt sorry for her. Problemkind. Okay, das kann ich wirklich verstehen. Wenn jemand klaut, weil er nicht so viel Geld hat oder kaum zu essen zu Hause bekommt. Das ist wirklich schlimm. Ja, naja. Oh, ein wunderschönes rotes Auto. Sogar in Rot. Ich liebe Autos. In Rot. Ja. Nee, eigentlich liebe ich nur die Farbe Rot, aber auch egal. Ach so, und sonst geht es hier weiter. Was ist das für ein Laden? The Farm. Was? The Family Pet? Ist das eine Tierhandlung? Ja, bestimmt. Niedlich. Ich möchte hier einen zweibeinigen, 380-beinigen Hund bitte bekommen. Gibt's den hier im Angebot? Mein Handy rastet immer noch aus.
cute fish. Hübscher Fisch. Hier rastet es... Ui! Total aus. Wir haben eine neue Nachricht. Und zwar eine Sprachnachricht. Haustier. I'm looking for a dog. Here. Oh, you're looking for that dog? No. Or not this dog. One that looks the same. Exactly the same? Right. You're in luck. Oh. Wenn man ein Double sucht, heißt das eigentlich nur, dass mit dem anderen etwas Schlimmes passiert ist. Was sieht man denn hier? Oh nein! Oh nee! Oh, die... Der arme Hase. Boah, nee. Oh nee, der arme Hamster. Das ist ja voll kacke. Überall, wo ich hingucke, sind tote Tiere. Ja, ich will es aufkriegen. Geht nicht. Wieso sollen wir eigentlich so einen Hamsterkäfig aufmachen? Der hat doch auch seine letzte Ruhe verdient. Wieso kriege ich das nicht auf? So. Oh, der Arme. Es tut mir voll leid. Was haben wir denn hier? Unentwickelte Erinnerungen. In einem Hamsterkäfig? Wer war denn das, bitteschön? Das ist ja... Das ist voll fies. Das ist wirklich voll gemein. Pet Dog. Lecker. Kann Harry gleich was davon essen? Denn Harry ist auch ein Tier. Eigentlich sind wir alle nur Tiere. Interessant, was ich mal hier wieder rede. Noch interessanter sind diese Hintergassen. Okay. Das war ein Schrei, der nicht hätte kommen dürfen. Ich weiß nicht, ob man es gut sieht, aber hier, ich habe gerade so einen Geist, dieses Kind wieder, was hier immer auch schon in der Schule rumgelaufen ist, vorbeiflitzen gesehen. Und das hat mich gerade sehr erschreckt. Wir haben eine neue Nachricht. Entschuldigung. Das Erlebnis. Oh, schon wieder so eine scheiß Lesenachricht. An die Geschäftsführer und das Verkaufspersonal. Wir haben einen weiteren super Monat im Toluca Einkaufszentrum hinter uns. Moment. Aber das ist noch... Wie bitte? Wo sind wir gerade? Ach so. Aber das ist noch lange nicht alles. Die Arbeit hört nie auf. Wenn man das perfekte Shopping-Erlebnis realisieren will, mein scheiß Handy geht mir jetzt auf den Sack. In diesem Monat konzentrieren wir uns auf die Emotionen der Kunden und wir werden Testkäufer einsetzen, die sicherstellen, dass sich jedes jedes Geschäft im Einkaufszentrum darauf konzentriert, die Stimmung der Kunden zu heben. Ach so. Ach. Wunderschön. Sag mal, was ist das für eine SMS? Hatte da jemand Langeweile oder wie, bitteschön? zu heben. Vergessen Sie nicht, Sie sind nicht hier, um zu verkaufen, sondern um die Kunden glücklich zu machen. Je zufriedener Sie sind, desto mehr Geld geben Sie aus. Geschäfte, die unsere Testkäufer nicht zufriedenstellen, werden vom Verkaufsleiter kontaktiert. Sorgen Sie weiterhin für lächelnde Kunden. Ach du Scheiße, so eine scheiß Werbekampagne. Wir bekommen davon eine SMS. Mich interessiert so ein Kack gar nicht. Und Entschuldigung für meine Ausraster hier irgendwie, aber das ist total... Erstens, ich spiele das ja auf so einem kleinen Bildschirm, sehe ich das alles nur und deswegen habe ich es sowieso mit Lesen. Wo sind wir denn hier geraten? Okay, hier kann man was machen. Wir sind die Panzerknacker.